Ja, willkommen zurück zu Top oder Flop. Oh mein Gott. Mit wieder drei neuen Spielen am Start. Und das erste, ihr habt es jetzt gerade schon am Namen. Beziehungsweise habt es gerade schon leicht gelesen. Oh Gott, was war das denn gerade für eine komische Firma? Independent Odds. Auf Deutsch. Ja, es ist ein Spiel, von dem ich gar nicht erst wusste, dass es irgendwie. Ach, Scheiße. So, dass es existiert. Ja, es ist Heidi für den Game Boy Advance. Oh mein Gott. Aber ja, vielleicht ist es gut, vielleicht ist es schlecht. Mal gucken, wie das Spiel ist. Drücke Start. Gott, wer kommt auf so eine Idee? Natürlich noch schön mit dem Walzer-Melodie dazu. Wie passend. Oh Gott. Ja, gucken wir uns mal das Ganze an, wie es aussieht. Es ist ja. Ja, es ist ein Sidescroll und oh mein Gott. Oh mein Gott, das ist ja übelst primitiv. Oh Gott, die Textfelder gehen mir richtig auf die Eier, fällt mir gerade auf. Das ist das Erste. Ja, alle Parameter natürlich. Oh mein Gott. Hört das vielleicht schon mal auf? Oh Mann. Oh mein Gott. Oh, können jemand die scheiß Textfelder aufhören? Ha, Spelunker-Style. Wunderbar. Wie soll ich da rüberkommen? Game over. Ja, toll. Alter, ist das ein grottenschlechtes Spiel. Oh Gott. Und vor allem alle paar Meter. Es scheint so ein scheiß Textfeld. Ja, wie habe ich das denn nicht gemacht? Ach so, mit Doppeldrücken. Ernsthaft Doppeldrücken für Rennen? Was ist das denn für eine bekloppte Idee? Oh nee. Da war es Illusion of Time besser programmiert als hier. Oh Gott. Mann, diese scheiß Textfelder gehen mir so auf die Eier. Das glaubt ihr gar nicht. Mann, ja, hört auf zu labern. Alter Schwede. Das ist ja übelst nervig. Und ich sag's jetzt schon, das kann Sonic the Hedgehog wesentlich besser als du. Och ja, hört auf zu labern. Oh Gott, das Game ist so grottenschlecht. Das Game ist so richtig nervig und grottenschlecht. Da fehlen mir echt gerade voll die Worte für. Von alle paar Meter kommt dieses scheiß Gelaber. Das ist so nervig. Das ist so übelst nervig. Das bringt dann gar nichts. Wir haben eine komische Entec. Dann machen wir irgendwie so ein komisches Pfeifgeräusch, das irgendwie gar nichts bringt. Ja, das ist ein Game. Das zockst so eine. Ja, nicht mal eine halbe Stunde. Nach circa 10 Minuten hast du keinen Bock mehr. Oh, ich habe richtig in den Gülleimer gegriffen mit dem Spiel, glaube ich.
zwar sowas von. Tja, Endboss gibt's nicht. Unsere Gegner sind anscheinend Füchse, Eichhörnchen, Tauben, Igel. Was kommt als nächstes? Kühe? Oh Gott. Das Game ist so voll nervig wegen diesen scheiß Textfeldern. Das ist richtig schlimm. Nee. Das kann ich keinem zumuten, das Game. Das kann ich echt keinem zumuten. Vor allem da zwei Levels kommt dieselbe scheiß Musik. Gut, vielleicht wird es mal anders irgendwann, aber. Es bleibt und bleibt das Gleiche. Das Spiel ist nervig ohne Ende. Die Steuerung ist recht passabel, aber der Rest vom Spiel nervt einfach nur. Die Grafik ist auch nicht gerade die schönste. Und zum Überfluss, zu allem Überfluss spielt die Musik noch weiter im Pausebildschirm. Nee, sorry, aber das tue ich mir jetzt nicht mehr an. Ich gehe zum nächsten Game über. Bis gleich, Leute. Ja, Leute, ihr seht richtig. Ich habe es ja die ganzen Wochen angekündigt. Jetzt geht's in den Game Advance Bereich mit den Barbie Games. Und da fangen wir an mit Barbie Groovy Games. Oh Mann. Ob die jetzt wirklich so groovy sind, das werden wir gleich sehen. Ich habe da so meine Zweifel. Ja, auf Deutsch. Oh, wenigstens kein Sprachsystem mehr. Oh, lass uns tolle Spiele spielen. Oh Gott. Spielerinnen spielen bla bla bla. Lea kennt Becky, Theresa kennt Becky, Theresa. Christy, Kayla, Lea. Nehmen wir auch Barbie. Und ja. Ja, die Christy. Die Tippult. XXO. Vier Kugeln. Blasenmaschine. Ach, das hatten wir ja schon. Das kommt mir so bekannt vor. Von der PSX-Version. Gut, was hatten wir noch nicht? Ja. Hier ist es wenigstens gut, dass es kein so ein Sprachsystem gibt. Mal schauen, ob die Game Advance also wenigstens ein bisschen anders ist. Gut, in einem muss ich sagen, ist das Game besser als auf PSX. Denn hier gibt es kein Sprachsystem. Okay, das heißt, dieses Game gibt es doppelt. Anscheinend auch für den Game Boy Advance. Mal schauen, was testet man doch aus? Daisy Derby Dame. Blasmaschine. Mal gucken, was Blasmaschine ist. Ein paar Folgen zuvor hatten wir schon das Thema. Dieses Spiel beschäftigt sich mit so Handy-Games, wie man hier unschwer erkennen kann. Okay, jetzt habe ich grün. Gut, das Einzige, was ich... Ich würde gerade eher sagen, ich empfehle euch die, ich empfehle euch diese Version. Weil die PSX-Version geht gar nicht. Die ist so derbe nervig. Aber die Game Advance-Version, ja, die ist jetzt nicht so schlimm. Es ist zwar immer noch das gleiche Prinzip, aber es ist schon ein bisschen was anderes. Es ist das gleiche Spiel, aber es ist weniger nervig als die PSX-Version. Und ja, ich muss gerade ein bisschen mich kurz fassen mit der Bewertung, weil ich gerade nur eine Stunde Zeit habe, weil ich noch was vorhabe. Deswegen muss das hier jetzt mal fix vonstatten gehen. Ich habe dann noch ein Mega Drive Game und dann soll es das für heute gewesen sein.
Halt heute so die normale 15-Minuten-Folge. So ungefähr. Versuche ich einzuhalten. Ja, ihr seht schon, ich brauche nicht mehr groß erklären. Es ist das gleiche Spiel, was wir schon hatten, vor zwei oder drei Folgen. Nur eben mit ein bisschen anderem Format. Ja. Und Grafik halt hat sich angepasst auf Game Advance. Mehr gibt's da auch nicht groß zu wissen. Gut, ich würde sagen, wir gehen zum letzten Game über. Und das ist heute, oder das gibt es heute für den Mega Drive. Bis gleich. Und glaubt mir, es kann sein, dass es wieder mal diese ganz besondere Firma. So, unser letztes Game heute ist X-Men für die Mega Drive. LGN irgendwo zu sehen? Nein, ich habe es zumindest gerade nicht gesehen. Okay, es ist anscheinend von Mattel Entertainment entwickelt und Mattel Ding jetzt leitet. Gut, mal gucken, wie das Spiel ist. Hoffentlich ist es besser als der X-Men Teil, den LGN entwickelt hat. Okay, dann hat sich meine Befürchtung nicht bestätigt. Gut, Hero, Amateur, Superhero. Machen wir Amateur. Wir wollen es ja gerade mal testen. Select World Bildschirm. Ah, nee, Select the Hero. Nehmen wir mal die X-Men persönlich. Ach so, ich erinnere mich, das war. Ja, stimmt, ich habe das Game bei dem Nerd mal gesehen. Das Weltenauswahlsystem ist hier etwas sehr verwirrend. Und zwar. Hat es mit diesen komischen Karten hinter mir zu tun? Die muss man irgendwie Ja, gut. Jetzt bin ich irgendwie in eine Welt eingestiegen. Weiß zwar gerade nicht wie. Die Krallen lassen sich ein- und ausfahren. Moment mal, was hat mich jetzt getroffen? Habe ich gerade von irgendwas live verloren, indem ich die Krallen benutzt habe? Weil es gibt einen Teil im LGN, dass X-Men, also Wolverine, wenn die Krallen benutzt, dann zieht es ihm live ab. Und ratet mal, welche Firma das war. Richtig, LGN, natürlich. Nur LGN kommt auf so eine Idee. Ja, warum sind die Krallen plötzlich wieder eingefahren? Ich habe es ihm nicht befohlen. Naja. Lässt sich jetzt so nicht schlecht steuern. Ist jetzt aber auch nicht so das Highlight an X-Men Games, muss ich sagen. Auch wenn sich das relativ okay steuern lässt. Gut, die Gegner kommen manchmal ein bisschen penetrant runter, dass man schwer ausweichen kann. Aber das ist jetzt nicht so tragisch. Jeden Fall besser als das X-Men-Game für das LGN entwickelt hat. Wobei ich weiß nicht, ob es LGN entwickelt hat. Ich würde es vom Format her jetzt LGN nicht zutrauen, weil, ja, das Spiel geht eigentlich gerade. Außer, dass der World-Bildschirm ein bisschen nervig ist und man Sachen wie hier ein bisschen scheiße sieht. Anscheinend Sackgasse. Okay, die Gegner respawnen anscheinend. So wie ich das gerade sehe. Wir müssen da lang wahrscheinlich. Gut, die Musik geht jetzt
auch so einigermaßen. Es ist jetzt, wie gesagt, nicht so das Highlight an Games. Gut, ich habe jetzt schon... ich drücke nach rechts und es passiert nichts. Ich sehe bloß so ganz leicht im Gras, dass ich da oben stehe. Ansonsten sehe ich mich da nicht. Aber gut, ist egal. Wie gesagt, die Steuerung geht. Die Musik ist okay, sag ich mal. Es ist jetzt nicht so das Highlight an X-Men Games, aber es ist besser als so manchen X-Men Quark, den ich dadurch schon gesehen habe, durch LGN. Gut, was der blaue Balken da unten soll, ich weiß es nicht, ob es für meine Krallen gilt. Keine Ahnung. Es gibt ein paar sehr nette Moves. Ich glaube, der blaue Balken steht für meine Krallen oder so. Keine Ahnung. Ja, was können wir machen? Wir können Luft so schlagen, wir können am Boden so schlagen. Wir machen so eine Atem. Ja, da machen wir so einen komischen Dehnübungen, wenn wir so nach unten drücken. Tja. Und das ist anscheinend X-Men für die Mega Drive. Der Anfang, muss ich sagen, ist confusing. Es gibt keine Story. Es gibt keine Story erklärt. Man ist in so einem Raum, hat komische Felder und ja, plötzlich ist man irgendwie im Wald. Das ist schon ein bisschen confusing mit dem Weltenauswahlsystem. Was anscheinend diese komischen Blöcke symbolisieren sollen, die wir gesehen haben. Ich habe zudem auch kein Passwortsystem gesehen. Finde ich auch ein bisschen schade. Ach so, verstehe. Wir können zwischen den Helden wechseln, oder? Ach so, ja. Kann irgendjemand kriechen von euch? Wer ist das überhaupt? Sieht aus wie so ein Panther oder so. Naja, es ist jetzt nicht so schlecht. Es ist jetzt auch kein Highlight. Es ist ein Game, ich würde sagen, das ist Mittelmaß. Gut, irgendwie kriechen kann anscheinend keiner von denen. Was ich jetzt ein bisschen merkwürdig finde. Was kann der? Oder die? Achso, der macht einfach so eine Eisstraße. Tja, was jetzt so nichts bringt. Ja, dann würde ich sagen, war's für diese Folge von Top oder Flop, weil ich muss gerade noch rendern und dann ist auch schon eine Geburtstagsfeier. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.